Und danke. Ah, nee, das nicht. Aber das schaffen wir in diesem System nicht. Nein, auf keinen Fall. Also müssen wir erstmal gegen dieses menschenverachtende Kapitalismus angehen. Die reden von Frieden. Es gibt keinen Frieden ohne sozialen Frieden. Und mit diesem System gibt es auch keinen sozialen Frieden. Nein. Null. Null. So. Nicht manipuliert, amtlicher alles, Strich. Alles amtlicher ist Strich. Ist Strich. Genau. Genau. Bahnhof-Schielerstraße, klar. Auch. Ja, auch mein. Bahnhof ohne Verkehrsbehinderung. Mit Verkehrsbehinderung, klar. Wo ist mit? Unsinn, nein. Ist das Beste, was ich will, Einstellung des Verfahrens sein? Kannst du die Dinger abfilmen? Aber ich finde natürlich auch, wenn es nicht zur Einstellung kommt. Früher war da wieder Strafbefehl beim Gehobertwein. Der jetzige Strafbefehl 600 Euro. Und wenn Sie wirklich einen Tagessatz vermitteln, der sich an meinem Einkommen orientiert, dass er gar nicht machen kann, weil er so symbolisch Ja, aber das ist schon immer.
Gebiete mit uns vorne ausgeschöpft werden, da war die Wahl. Oh, oh. Gleich wieder weg. Das gefällt mir. Das überlegen, gegen oder mit Parteien verstehe ich nicht, wie alles gegenüber Parteien mit Parteien. Hier wird gerade ausgezählt. Das filmen wir gleich mal mit hier. Hier wurde schon ausgezählt. Das Ding da.
man macht auch deutlich, man macht nicht den Stellvertreter Politik, sondern der Bürger. Wobei, da wäre es gut, ihr schreibt sogar Kandidatinnen. Nein, nein, nur da bleiben, nicht abhauen, nicht abhauen. Für dich hier, auch Kandidatinnen, ich müsste das ergänzen. Genau. Sonst gibt es Theater, gell? Also das, sonst werden die Frauen ausgeschlossen. Oder auch bei und da plötzlich 10 oder 15 Kandidaten oder bei der einen großen gemeinsamen oder 21 jeder kriegt 7, oder? Genau. Das ist 666. Alles schon. Genau. Wie geht's ja auch wieder? Ich bin hier bei dir. Wir gehen nur die Ergebnisse von den Montagsdemos strichen erzählen und den Rest werden wir dann auch wieder im Internet bekannt machen, okay? Also, heraus kam jetzt hier bei der Strichlisterei Demos fortführen, ja, 196. Das ist irgendwie ganz klar. Nein, gar niemand. Also dann geht es weiter mit dem Ort. Da waren 97 für die Schillerstraße Bahnhof, 88 für Marktplatz mit Demozug zum Bahnhof, 37 für wechselnde Orte. Und dann waren nochmal 37 für Bahnhof, aber ohne Verkehrsbehinderung oder in Klammer Busspuren freihalten, war hier so ein Vorschlag. Und 8 Leute waren für Bahnhof mit Behinderung. Okay, jetzt Rhythmus. 145 für wöchentlich, 7 für 14-tägig, 8 für monatlich, 9 für unregelmäßig anlassbezogen und 41 für den ersten Montag im Monat. Ehrlich, ja, stimmt, glaube ich nicht.
Okay, und dann haben wir hier noch die Frage der Form. Da haben wir Kundgebung mit oder ohne Demozug. Das sind so 120 rum für Kundgebung mit Demozug und 25 für Kundgebung ohne Demozug. Und 9 sind andere Formen, Hauptsache Kundgebung. Was ist das jetzt noch? Ah, 19 Leute finden, wir sollten die Montagsdemos als Kulturveranstaltung machen. Okay, also das können, glaube ich, die Leute vielleicht nochmal als Gedankenanregung, die in dieser Demo-Arbeitsgruppe gleich arbeiten werden, mitnehmen. Es ist so ein bisschen anders als das, was die große Umfrage ergeben hat. So, jetzt kommen wir zu diesen Arbeitsgruppen. Wie ihr seht, haben wir versucht, eure Striche, Anmeldungen in eine sinnvolle Verteilung hier im Haus hinzukriegen. Und wir haben das jetzt so gemacht, dass wir das der Größe nach hier von oben nach unten aufgelistet haben. Kann man das von hinten auch noch lesen? Nein, okay. Also, ich lese es runter. Also, nee, ich sage erst was anderes. Hier gibt es für jede Gruppe so ein DIN A2, 3 Karte, die die am besten mitnimmt und dann dort, wo sie auch immer hingeht, hochhält oder anklebt, weil das im Rathaus natürlich jetzt Orte sind, die man nicht alle so leicht findet. Also Dachterrasse zum Beispiel, da sind mehrere Gruppen, dass ihr das irgendwie so hochhaltet, dass die anderen, die sich interessieren, auch finden können. Ja? Also jede Gruppe, jeder Gruppenhut holt sich hier am besten diese Karte ab und geht dann zu seinem Ort. Wir machen die Arbeitsgruppenphase bis um 15.40 Uhr. Machen dann eine Kaffeepause und treffen uns um 16.10 Uhr wieder hier. Und alle Gruppen, die was präsentieren wollen, macht bitte ein kleines Flipchart, kurz und knapp die wichtigsten Infos, die ihr weitergeben wollt. Vor allem aber, wenn ihr Ansprechpartner, regelmäßige Treffen, sowas, solche Infos, wie man sich an euch wenden kann und vielleicht auch eure Projekte, die ihr da ausknusert. Also, die meisten haben sich eingetragen bei der Demo-Gruppe, die wird im mittleren Saal sein. Der mittlere Saal ist 4. Stock, ne, der große. Die zweite Gruppe ist die Anstifter Wir können alles Gruppe. Die haben wir jetzt oben ans andere Ende, neben die Versorger, vor diesem, eigentlich hier genau drüber. Dann Recht auf Stadt und Visionen für Stuttgart haben sich zusammengetan. Die werden im Raum 401 arbeiten, auch im 4. Stock, da in diesem Gang entlang. Dann der AK Direkte Demokratie. Der will sich den öffentlichen Raum nehmen, die werden sich auf der, oh, die Fühler, Gottes Willen, aber dafür sind die in kleinen Zahlen. Okay, dann AK Direkte Demokratie wird sich auf der Treppe vorm Haupteingang, draußen müsst ihr hier raus und dann darum rumgehen, treffen. Die Blockadegruppe soll in dem vorderen Bereich vom 4. Stock neben der Treppe sich zusammenfinden. Die Info-Offensive, die Esslinger, die Göppinger und die Schorndorfer, die vor allem über Vernetzung sich austauschen werden, sind im Raum 406, auch als höher. Dann K21 Plus, zweite Kombilösung, die wollen bei ihrem Stand bleiben und dort arbeiten. Der ist genau hinterm Aufzug, soweit ich das weiß. So, dann haben wir die Architekten, Ingenieure, Juristen und Unternehmer, die wollen so ein Fachgruppenaustauschgespräch machen. Das machen die im 2. Stock, also eins drunter in der Sitzgruppe. Unser Pavillon wird im Raum 301 sein, hier am Gang entlang. BI Neckartor, S21 ist überall, Transition Town, Gegenöffentlichkeit, Weblog, Twitter. K21 Energiegruppe, alle auf der Dachterrasse. Die ist ein Stock höher, auch den Gang vor und dann raus. Da sind ganz viele Tische, wo man in der Sonne oder im Schatten sitzen kann. Dann haben wir die Gruppe OB-Wahl. Die haben mir jetzt extra nochmal gesagt, dass ich sagen soll, dass das ein Diskussionsforum ist und keine Kandidatenkür.
Die werden im kleinen Saal sein. Ja, da sind mehrere Gruppen drin. Und wiederum auf der Dachterrasse ist die Stuttgarter Erklärung, der Wilde Westen. Der Wilde Westen ist eine Vernetzung der Gruppen im Stuttgarter Westen. Mehr Bürgerbeteiligung, Neugestaltung Mittlerer Schlossgarten, auch alle auf der Dachterrasse. Jetzt habe ich hier noch drei Gruppen, wo sich niemand eingetragen hat. Ich nehme mal an, dass die vielleicht trotzdem wohin gehen und schauen, ob nicht noch Leute kommen, weil es haben sich sowieso nicht alle Leute eingetragen. Das ist die Geomantie-Gruppe, die gesunde Stadt Stuttgart für 21 und die Gruppe Aktionen und Pleiten. Wäre mein Vorschlag, ihr geht auch mit so einer Karte auf die Dachterrasse und schaut mal, ob noch Interessenten kommen. Okay? Wie bitte? Was machen wir mit dem blauen Zettel? Ich habe keine Ahnung. Die muss man bei den Meisterbürgern abgeben. Die haben, glaube ich, einen Stand draußen. Okay, also ihr könnt arbeiten bis 15.40 Uhr. Ihr könnt auch bis zum Ende der Kaffeepause arbeiten. Das ist euch ganz überlassen. Aber seid doch bitte um 16.10 Uhr wieder hier bereit zu präsentieren. Und es wäre sehr nett, wenn ihr uns ein Signal geben könntet, ob ihr präsentieren wollt oder nicht. Okay. Ich habe gerade gehört, dass die Fachgruppenaustausch auf der Dachterrasse sitzt und nicht in den zweiten Stock in die Sessel will. Also wer zu dem Fachgruppenaustausch will, muss auf die Dachterrasse auch. Die Gruppe OB-Wahl müsste noch ein Schild abholen.